Für uns als Volksbank Bravo, die hier in der Region verwurzelt ist, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir soziale und gesellschaftliche Belange fördern. Wir unterstützen über unsere Stiftung und über unser Kindernetzwerk United Kids Foundations seit 2006 454 Kinderprojekte. Warum machen wir das Ganze? Wir sind mehr als nur ein reines Nachrichtenmedium, wir sind mehr als eine reine Tageszeitung. Wir sorgen dafür, dass die Menschen in dieser Region in Wolfsburg jeden Tag über das Wichtigste informiert werden. Aber wir sind viel mehr. Wir können den ehrenamtlichen Organisationen in Wolfsburg tatsächlich zu viel Reichweite verhelfen. Und das macht umso mehr Spaß, denn letztlich findet in den sozialen Netzwerken viel Austausch statt. Wir sind jeden Tag vor Ort. Wir sorgen dafür, dass Hilfe tatsächlich auch da ankommt, wo sie gebraucht wird. Gemeinsam helfen stellt die Engagierten, die Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt. Und da kann man nicht oft genug Danke sagen. Die Ehrenamtlichen leisten Enormes und ohne diese wäre unsere Welt, unsere gesellschaftliche Entwicklung sehr, sehr viel ärmer. Während den Vorbereitungen und der Umsetzung gab es jede Menge Emotionen. Wir hatten Kontakte zu vielen Vereinen, zu vielen Ehrenamtlichen. Am schönsten war natürlich der Tag der Preisverleihung. An dem Tag haben wir alle Menschen zusammen gehabt. Wir haben Tränen gesehen, wir haben Freude gesehen, wir haben Anspannung gesehen. Ein wunderschöner Tag und ich glaube, dafür lohnt es sich tatsächlich, so etwas auf die Beine zu stellen. Ich bin von dem Tag komplett gerührt. Das, was wir heute gesehen haben, die Menschen, die ihre Projekte dort wieder erkannt haben, die da waren, um sich ehren zu lassen, es war sehr ergreifend. Und das ist ein Grund, warum wir diese Aktion Gemeinsam helfen in diesem Jahr etabliert haben und uns freuen, dass wir das im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit der Volksbank tun dürfen.